Ja, ein neues Gesicht, was noch keiner kennt. Obwohl du schon, wie lange hier bist? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre, ja. Indira, stell dich doch mal vor. Ich bin die Indira, 21. Ich komme aus Dresden, aus Deutschland und lebe seit 3,5 Jahren hier. Wie ist es dazu gekommen? Lange Geschichte. Also, ich kenne das ganze Projekt schon seit 2018. Meine Mama hat das entdeckt, das Projekt, und meinte zu mir, wir machen eine Südamerika-Reise. Wir fahren nach Paraguay, gucken uns das an, gucken uns den Platz an, wo wir eventuell ein Grundstück kaufen. Und dann haben wir das einfach mal gemacht. 6 Jahre her. Und Grundstück und so hat dich nicht interessiert? Du wolltest einfach für dich war es ein Abenteuer. Es war eher ein Abenteuer. Also was meine Mama da hier irgendwie geplant hatte, das war für mich gar nicht so ersichtlich. Ich wollte einfach nur, ich weiß gar nicht, was ich wollte. Ich wollte einfach alles auf mich zukommen lassen. Und so habe ich es auch gemacht. Und in dem Sinne ergeben sich auch immer die besten Situationen. Wenn du ungeplant eigentlich irgendwo hingehst und einfach mal guckst, wie es wird, dann ergeben sich ja eigentlich so die besten Situationen. Und so kam es dazu, dass ich meinen Freund hier kennengelernt habe. Also du hast dich ins Abenteuer gestürzt. Ja, so war es eigentlich mit dir. Ich habe euch damals ja auch gesehen. Ich kann mich noch daran erinnern. Da warst du 15. 15 warst du, ne? Ja, und schaue ich anders aus. Noch hübscher, noch hübscher. Wie war das dann hier? Du kamst hier an und wenn man mal so schaut, hat sich hier einiges verändert für dich? Oh ja. Drei Sachen schon mal. Der Mini-Mercado, den gab es damals noch nicht. Die Asado-Halle war damals noch eine Halle, wo nur Stein war. Die hat noch nicht mal eine Tür gehabt, glaube ich. Hier war ein Zaun, also es ist alles sehr viel. Ihr seid in der Pionierzeit damals gekommen, ne? Ja, genau. Ganz am Anfang eigentlich, kann man sagen, so, ne? Ja. Mhm. Hat dich das gestört? Nein. Damals? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wie kann es mich denn stören, wenn ich noch nicht weiß, was passiert ist? Also ich weiß ja nicht, ich wusste ja damals noch nicht, was daraus alles so wird, aber es ist sehr beeindruckend. Ja. Als du dann hier warst, da hast du dann jemanden kennengelernt. Ja. Erzähl doch mal. Mein Freund, den Gabriel, habe ich hier kennengelernt. Und, wie war das denn? Wo hast du ihn das zum ersten Mal gesehen oder wo ist denn dir aufgefallen? Am Flughafen habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Aber ihr wurdet abgeholt? Genau, wir wurden abgeholt am Flughafen und da war er auch schon so dabei. Ich habe ihn auch schon gesehen, aber wir haben nicht wirklich gesprochen miteinander oder Kontakt gehabt. Das kam alles erst später. Und dann haben wir uns total gut verstanden und dann dachte ich mir so, mein Gott, wieso habe ich denn nicht von Anfang an die ganze Zeit was mit ihm gemacht? Und haben wir ein bisschen Zeit. Mir ist es auch aufgefallen, ihr habt sehr viel Zeit dann auf einmal miteinander verbracht. Ne? Ja, wir hätten so viel mehr Zeit eigentlich verbringen können, aber wenigstens die Ende der Reise. Ja. Das Ende der Reise, da haben wir dann was gemacht. Und dann bei der zweiten Reise, das war ein Jahr später, oder? Mhm, genau, ein Jahr später? 2019. Ja. Hattest du zwischenzeitlich Kontakt mit Gabriel? Ja, ganz viel. Okay, da kommen wir später nochmal drauf. Habt ihr bei der zweiten Reise ein Grundstück gekauft? Wir haben ein Grundstück gekauft und ein Haus in Auftrag gegeben. Ah, okay. Mhm. Genau. Also deine Mutter hat schon geplant, ja, wir gehen hier rüber. Ja. Oder auf alle Fälle als Zweitwohnsitz, wenn mal irgendwie was passiert. Dass wir es haben zur Sicherheit und so. Aha, okay. 2019, Deutschland. Was ist dann noch passiert? Ich habe meine Ausbildung angefangen, Ende 2019. Ich habe mich so gefreut eigentlich über diese Ausbildung, weil das ein Platz ist, an den du eigentlich nicht so leicht rangekommen bist. Und auch mit einer super Chefin, die so viel Wissen hatte. Und sie hat halt auch genau das Thema so. Also sie ist halt Kinderärztin gewesen und ich habe mich schon immer für Kinder interessiert und Kinderkrankheiten, also war das perfekt in dem Sinne. Ich habe auch super viel gelernt. Das einzig Doofe war halt, ich konnte 9 Monate lang meinen Freund nicht sehen, weil ich erstens nicht so lange frei habe, wie ich natürlich in der Schulzeit hatte. In der Ausbildung der Lehrer hast du einfach weniger frei. Ich konnte ihn also weniger sehen. Und dann kam natürlich auch noch Corona. Das war ja noch blöder in dem Sinne, weil ich hatte im April Ostern 2020 hatte ich einen Flug gebucht gehabt und habe hinfliegen wollen. Es hat aber nicht geklappt. Der Flug wurde abgesagt wegen Corona, weil das halt wegen den ganzen Vorschriften oder so sehr kompliziert hat. Sehr komplizierte Zeit damals. Hatten ja viele das Problem auch. Und dann musste, also das wäre ja dann schon fast ein Jahr gewesen, wo ich ihn nicht gesehen habe. Und da dachte ich, ich muss das jetzt noch mal irgendwie hinkriegen, bevor das zweite Ausbildungsjahr anfängt. Ich muss ihn noch mal sehen. Und dann haben wir das möglich gemacht.
hier im Il Parisoverde haben das Leute möglich gemacht, dass ich dann einen Sonderflug bekomme, wo nur Einheimische drauf waren und diejenigen, die hier One-Way herfliegen und ich halt. Und für mich wurde es sogar möglich gemacht, dass ich noch ein Rückflugticket dazu bekomme, dass ich wieder meine Ausbildung weitermachen kann. Habe ich dann ja am Ende nicht verwendet, nicht eingesetzt, aber das war schon mal krass, dass man da auf jeden Fall dieses ganze Drumherum machen muss, dass ich hier endlich herkomme und so. Das war super anstrengend. Da bist du auch das erste Mal ins Politische hineingestoßen worden, obwohl dich das gar nicht interessiert hat. Eigentlich nicht. Ich habe ja nie Ahnung von der Politik. Das war echt, ich war sehr froh, dass es dann geklappt hat. Und dann waren wir in der Quarantäne im Hotel Cecilia für die 2 Wochen. Und das war ein ganz anderer Besuch. Nicht nur, weil es Quarantäne war, weil wir da die ganze Zeit im selben Raum im Prinzip waren, aber es hat sich so... War Gabriel da auch schon da? Ja, ich habe die Quarantäne ja mit ihm zusammen gemacht. Er hat sich da reingebuckelt. Oh Gott, kann ich das überhaupt so sagen? Ja, ist okay. Er hat sich reingeschmuggelt und haben wir die Quarantäne dann Gott sei Dank zusammen verbringen dürfen. Sonst hätten wir, glaube ich, nur 3 Tage miteinander gehabt, ehe ich wieder nach Deutschland gefahren bin. Also es hätte sich ja gar nichts gebracht. Lass uns mal den Bogen kriegen zu deiner Mutter. Ja. Du hast dich ja irgendwann entschieden, dann hier zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass es für sie wirklich auch ein harter Schlag ist. Na klar. Das ist für jede Mutter so, das kann man verstehen, dass sie traurig ist und. Schilder doch mal die Situation, wie das war. Ich habe einfach in dieser Reise für mich gemerkt, dieses ganze Hin und Her, vor allem mit Corona, und es ist keine Besserung in Sicht gewesen damals, dachte ich mir, kann ich das doch jetzt nicht bringen, wieder dieses Hin und Her fliegen. Und wir mit unserer Fernbeziehung mussten das ja total oft machen und all das. Und dann dachte ich mir so, Mensch Indira, du hast nur ein Jahr Ausbildung gemacht, du hast zwar viel gelernt, aber an sich kannst du auch noch was anderes lernen. Und dann habe ich einfach die Ausbildung abgebrochen. Eine Frage. Ja. Das Hierherkommen, das ist der Gabriel. So, ich komme jetzt nur wegen Gabriel her. Oder hast du auch links und rechts geguckt und auch dich schon versucht zu orientieren? Also in welche Richtung, wo kann ich hier noch meinen Platz finden? Hast du das da auch gemacht oder warst du noch im Liebestaumel, sage ich mal? Also es ging immer mehr um die Liebe natürlich, weil ich mit Politik ja eh nichts am Hut habe und so. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass du hier viel mehr Freiheiten hast als in Deutschland. Mhm. Auch in der Zeit, wo ich dann mit der Quarantäne hier und so war und so, das hast du echt gemerkt. Mhm. Also auch deswegen, aber hauptsächlich wegen meinem Freund. Wo habt ihr eigentlich gewohnt? Damals waren ja noch gar nicht so viele Häuser da. Nee, wir haben im Container gewohnt. Er hat im Container gewohnt und ich habe dann halt die 3 Wochen, die ich hier zu Besuch war, dann bei ihm im Container gewohnt. Und wie war das? Hammer. Also eigentlich, wenn man es sich vorstellt, dann ist das eigentlich nicht cool. Ganz kleiner Raum, alles vollgestellt, wirklich kein Platz. Nicht wirklich Privatsphäre, auf die Toilette zu gehen oder so. Was weiß ich, was man sich da für Probleme am Anfang in der Beziehung da sucht. Aber es war sehr lustig und es hat so Freude gemacht und so Spaß. Es war so eine Erfahrung für sich selbst. Also ich liebe unser Haus jetzt, dass wir da drin wohnen. Ich bin froh, dass wir mehr Platz haben, aber ich vermisse diese Zeit manchmal trotzdem. Ich weiß nicht, es ist sehr cool gewesen. Wir haben eine sehr schöne Terrasse und auch einen wunderschönen Garten mit Blick auf den See und noch weiter. Das sieht man ja hier alles toll mit der ganzen Landschaft und so. Zieht sich ja ewig weit, also ist super. Also ihr habt dann schon schön gewohnt, ne? Ja, sehr schön. Wie ging es dann weiter? Ich denke mal, die Entscheidung hier zu bleiben, die ist da irgendwie in der Zeit auch gewachsen, ne? Ja. Also jedes Mal, sowieso als ich hier war, dachte ich mir, Mann, ich will jetzt eigentlich gar nicht wieder nach Deutschland und dort weiter arbeiten und leben, weil es hier einfach viel angenehmer und schöner ist. Und ich ja auch mit meinem Lebenspartner dann hier leben kann und all das, aber... Ja. Du Indira, wir sind im Hochsommer in Paraguay. Für mich sind es gefühlte 80 Grad. Hättest du nicht Lust, dass wir in die Bücherei gehen, wo wir eine Klimaanlage haben? Das ist eine sehr gute Idee. Sehr gut. Warte, ich nehme noch kurz den Hund mit und dann kann man sofort los. Okay. Also, ich war ja schon oft hier und bin wieder zurückgeflogen, aber die letzte Reise, wo ich dann auch entschieden habe, ich bleibe hier, 2020, die Juli-Reise. Also Juli, August. Ich hätte ja nach 2 Wochen eigentlich wieder zurück sollen, aber ich möchte mir das nicht mehr antun. Dieses ständige Hin und Her, vor allem wenn das jetzt, das war ja gerade der Anfang mit Corona, da hat ja auch noch keiner gesehen.
noch wird. Ich meine, später ging es ja dann teilweise gar nicht mehr mit dem Fliegen. Jetzt geht es ja mittlerweile 2024, aber damals habe ich einfach nicht gesehen, wozu ich mir diesen Stress machen soll. Meine Ausbildung war mir schon wichtig und ich war super froh, dass ich sie bekommen habe und all das, aber ich habe nur ein Jahr gemacht. Und ich dachte mir, ich kann was Neues hier lernen. Das ist genauso gut. Da muss ich das andere nicht beendigen, nur um mich produktiv zu fühlen. Ich weiß nicht, das kann ich hier genauso gut. Also du hast schon beide Seiten gesehen. Die eine Seite Absolut. ist jetzt der Gabriel, der dich wiedersehen will, du willst ihn wiedersehen. Ja. Aber auch die andere Seite, ich muss auch was machen für mich. Ich muss irgendwas arbeiten. Ich muss Ja. glücklich werden, auch in anderen Bereichen. Wie hat deine Mutter deine Entscheidung aufgenommen? Oder wie hast du das auch kommuniziert? Ich habe es ein bisschen radikal gemacht. Ich habe sie einfach angerufen und ihr genau das gesagt, dass ich hier bleiben möchte, dass ich nicht mehr zurückkomme. Da war sie geschockt auf jeden Fall schon mal. Weil das war ja nicht im Plan. Das war ja so nicht gedacht. Also, sie hat tatsächlich wir haben an dem Tag zweimal telefoniert, als ich es ihr gesagt habe. Aber beim zweiten Mal hat sie es verstanden. Sie hat mir sogar gesagt, dass sie mir einen Koffer packen wird und all das. Da war ich so dankbar dafür. Und dann habe ich abends dann nochmal angerufen und dann war sie plötzlich wieder so, oh, es ist doch irgendwie total überraschend für mich und all das. Und dann war ich so, Mama, ich verstehe das, aber bitte akzeptiere meine Entscheidung. Ich bleibe jetzt hier. Du hast ja auch auf deiner Arbeit hast du ja auch Bescheid gesagt. Wie Ja. haben die das aufgenommen? Sie haben mir so viel Verständnis entgegengebracht, so viel liebe Worte, dass ich glücklich werden soll mit dem, was ich jetzt mache, dass alles gut werden soll auf meinem weiteren Weg und so. Also das war echt sehr toll. Okay. Das war dann soweit erstmal kommuniziert und du warst hier, ja? Und wie war es dann hier im El Paraíso Verde? Wie hast du die kommende Zeit danach verbracht? Ich habe das erste Jahr nicht wirklich eine richtige Arbeit gehabt. Ich habe zwei Produkte für den Minimercado hergestellt zum Verkaufen. Aber da konnte man jetzt nicht wirklich den Vermögen rausziehen. To make a living konnte ich jetzt nicht wirklich Hast auch machen. erstmal die First Steps gemacht, erstmal Genau. ausprobieren. Und ich wollte es auch langsam angehen. Ich wollte ja gucken, was kann sich denn für mich so ergeben, dass es dann irgendwie reinpasst und so. Und habe es alles ganz entspannt gesehen. Aber ich bin dann doch sehr froh, dass ich dann doch was Festes gefunden habe, weil ich habe dann doch öfters im ersten Jahr auf der faulen Haut gelegen und nicht so viel gemacht und war sehr froh, dass ich dann endlich was Festes gefunden habe nach einem weiteren Jahr. Gefunden oder hast du das? Eigentlich habe ich es nicht gefunden. Ich habe eine Freundin hier gehabt und zwei ganz liebe Mamas. Und wir haben dann einen Kindergarten versucht aufzubauen im Prinzip. Einen ganzen Plan gemacht, wie machen wir das mit der Betreuung, welche Kinder kommen, wo machen wir das Garten, alles, was wir da halt so Das habt ihr brauchen. euch alles selbst ausgedacht. Ja. Und das hat super funktioniert. Wir hatten dann auch schon Eltern, die ihre Kinder auch in den Kindergarten stecken wollten. Die wollten auch, also das war schon immer eine Anfrage hier auch. Und wir haben es dann einfach genommen, die Möglichkeit, und haben dann daraus was Wow, gemacht. klasse. Ja. Bis jetzt haben wir den Kindergarten. Das läuft sehr gut. Ich habe Wie sehr viel war denn die Freude erste Zeit dran. Kindergarten? Das war ja auch bestimmt spannend, oder? Super spannend. Vor allem, ich habe ja nicht Erzieherin gelernt in Deutschland. Ich habe ja MFA, medizinische Fachangestellte, gelernt. Zwar in der Kinderarztpraxis, aber ist ja dann doch etwas anderes als Erzieherin. Da musst du andere Sachen machen. aber ich habe sehr viel gelernt währenddessen. Ich lerne immer weiter. Und deine Kollegin jetzt hier im Kindergarten, waren das Kindergärtnerinnen? Waren das? Eine ist gelehrte Kindergärtnerin, die hat eine 20 Jahre Berufserfahrung. Da Aber hattest du super. auch Unterstützung, Hilfe oder Genau. die? Am Anfang waren sie ganz viel mit mir und haben mir das alles gezeigt, wie es geht. Aber ich hab das einfach drin, wie man das macht. Also habe ich da schnell alles Also gelernt. du bist da Und reingewachsen, kann ja, man sagen, ne? jetzt bin ich auch sehr oft allein im Kindergarten und schmeiß das Ding und es funktioniert. Ja, machst du bis heute den Bis Kindergarten. heute. Ja, und verdienst dein Geld damit auch. Genau. Super, Montag klasse. bis Freitag. Ganz wunderbar. Und dann war da ja die Zeit, wo deine Mutter dich angerufen hatte, immer zwischendurch. Ja, sie wollte immer wissen, wann ich mal zu Besuch komme und all das. Und ich wollte am Anfang nicht zu Besuch kommen. Ich möchte es eigentlich auch immer noch nicht, weil ich nie weiß, wie das mit den Flügen klappt oder nicht. Vor allem früher, als das mit diesen Unregelmäßigkeiten war, die ganze Zeit, klappt das jetzt oder klappt das nicht. Da wollte ich erst recht das jetzt nicht riskieren. Und auch als ich den Kindergarten dann hatte, dachte ich mir, kann ich ja jetzt nicht einfach so sagen, ich gehe.
Da müssen sich die ja dann einplanen und all das. Und gerade am Anfang wollte ich dann, das war ja gerade im Aufbau. Da kann ich ja nicht einfach sagen, tschüss, ich gehe mal kurz für 2, 3 Wochen nach Deutschland und komme wieder. Das hat irgendwie nicht hat deine Mutter reingepasst. Das nicht verstanden, dass das nicht so einfach geht? Nee, sie ist auch, also sie ist. Aber warte mal kurz. Wenn man mal Tachles spricht, sie hat es auch überhaupt nicht akzeptiert. Ist das richtig? Nee, das ist ja der Punkt. Sie wollte immer wieder, dass ich dann wieder zurückkomme und die ganzen Sachen regel. Da habe ich gesagt, Mama, wir haben schon die ganzen Sachen, die es uns möglich ist, von hier zu machen. Mhm. Die wichtigen haben wir alle erledigt gehabt, haben wir alle geschafft. Mhm. Also es gab für mich keinen Grund, dort physisch anwesend zu sein für irgendwelche Amtssachen. Ich weiß nicht, was sie da alles machen wollte. Und sie wollte nur, dass ich dann wegen Sachen packen, dass ich halt noch ein paar Wertgegenstände von mir zu Hause hier mit herbringe. Da dachte ich mir so, klar, wäre schön, die hier zu haben, aber zwingend notwendig ist es nicht. Gut. Wenn du mal so zurückguckst, war das eine blöde Zeit oder eine schöne Zeit? Schön. Ja. Also dadurch, dass ich ja immer in meinen Urlaubszeiten, auch als ich in Deutschland gewohnt habe, so immer im Urlaub hier war, ist es für mich schon immer ein Urlaubsfeeling gewesen. Es ist warm. Wir haben so viele tolle Leute hier schon kennengelernt. Von Anfang an haben wir eigentlich Sophie, die ist eine super gute Freundin von uns, und so viele andere Leute haben wir auch in der Zwischenzeit kennengelernt und so. Also ihr macht auch viel, ne? Ja, ja. Also ich habe dich gesehen im Bambambu. Genau, im Bambambu sitzt man oft mit ganz vielen verschiedenen Leuten zusammen, und es ist so cool, auch an sich, das Bambambu. Da kommen immer ganz fremde Leute eigentlich. Und ich hatte damit früher immer so ein bisschen Probleme, da irgendwie dann aus mir rauszukommen, ja. Sachen von mir zu erzählen und so. Und ich weiß nicht, es ist so viel besser geworden. Ich kann viel mehr aus mir rauskommen, viel mehr mit erwachseneren Menschen sprechen. Das konnte ich früher nicht. Ich kenne dich ja auch schon eine gewisse Zeit. Auch für mich wirkst du auch viel selbstbewusster, muss ich Vielen mal so sagen. Vielen Dank. Das merke ich bei mir auch. Das spüre ich ja, bei mir du musst, auch. Du musst halt nur das durchdrücken, was du auch willst. Also du musst deine Pläne verfolgen. Also genau. Finde ich toll. Du hast eine tolle Entwicklung gemacht, finde ich. Dankeschön. Ich finde auch. Ich bin stolz drauf. Manchmal langsamer, manchmal schneller, aber das gehört ja auch alles mit zum Prozess dazu. Ja, also abschließend kann man ja sagen, oder ich frage dich einfach mal, wie fühlst du dich denn jetzt hier im El Paraiso Verde? Sehr gut, ich bin sehr glücklich. Mhm. Und wir hatten hier vor ein paar Wochen, tauchte plötzlich ein Kamerateam aus Europa hier auf. Ja. Von Arte. Kannst du da ein paar Worte zu sagen? Weil als ich ans Tor ging, wurde ich von denen verbal angegriffen. Und darunter stand auch deine Mutter plötzlich. Mhm. Ja. Für Arte. Genau. Ja. Und wann wird das gesendet? Das interessiert jetzt hier noch nicht. Doch, mich interessiert das schon. Das interessiert mich schon. Nächstes Jahr. Wie ist Ihr Name, wenn ich frage? Ne? Mein Name ist Tös. Wer sind Sie denn eigentlich jetzt bitte? Und was haben Sie hier für eine Funktion? Wieso wird denn Ihre Stimme jetzt gerade... Aber ich würde gar nicht in diesem Ton mit Ihnen sprechen wollen. I'm not going to prison like you, because you're a criminal, you're working with a criminal. Kannst du einfach mal zu Indira gehen und sie bitten, dass sie zum Tor vorkommt? Das ist nur aus dir geworden, ganz normale Frage. Ja. Ich habe seit 2,5 Jahren kein Telefonat geführt. Und es ist sehr, sehr speziell, dieses Thema. Meine Mama, die hat hier eine Filmcrew, ein Filmteam hier angeschafft, um eine Dokumentation zu drehen, wie ich hier festgehalten werde, dass ich hier nicht tun lassen kann, was ich möchte, und dass es hier mir nicht gut geht und alle schlechten Seiten, die es anscheinend übers EPV gibt. Darüber wollte sie eine Dokumentation drehen. Das wussten wir in dem Sinne schon, dass das kommt, weil, wie gesagt, das ist das i-Tüpfelchen gewesen. Es gab vorher nämlich schon zwei Zeitungsartikel, die rausgekommen sind. Und da ging es halt auch schon die ganze Zeit darüber, dass die Indira hier festgehalten wird, dass sie hier nicht frei rauskommt. Und ich habe damals schon immer mit meiner Mama gesprochen. Warum? Hast du mit ihr telefoniert zu der Zeit? Ich habe mit ihr telefoniert. Ich habe ihr auch mehrmals gesagt, dass sie das bitte nicht machen soll mit diesen Artikeln, dass ich da bitte nicht noch mehr lesen möchte, weil das ist absolut, absolut verrückt. Es ist ja, die bringen ja auch so Sachen wie... Sekte, Scientology. Ja, sag du mal was darüber. Wie empfindest? Wie oft siehst du Erwin und Silvia am Tag? So oft, dass sie dich so indoktrinieren? Oder wenn es hinkommt, sehe ich sie vielleicht einmal die Woche. Wir sitzen manchmal drüben am Mittagstisch zusammen und essen, aber dann sprechen wir auch um Gottes Willen nicht über solche Themen, weil... Ja, und die anderen Menschen hier, wie sind die? Also die erleben ja auch, dass es hier keine Sekte ist. Das ist ein ganz freier Ort, wo man ganz frei leben kann. Also von Sekte kann man überhaupt nicht sprechen. Das ist doch...
dadurch, dass es halt das Gerücht noch ist, nutzt das natürlich meine Mutter direkt, um darauf aufzubauen und all das. Und packt das natürlich dann auch in diese ganzen Artikel, die rausgekommen sind. Was ist ihre Intention? Was denkst du? Warum macht sie das? Also, ich glaube, dass sie damit erreichen möchte, dass ich wieder zurück nach Hause komme. Aha. Aber damit wird sie das Ganze ja nicht hinkriegen, weil ich finde es so verrückt, dieses ganze Artikel, Dokumentationsthema, dass man da irgendwas machen muss, das ist so unnötig. Und kann sie noch eine andere Intention haben? Jetzt abgesehen von dir, ist ihr irgendwas Böses passiert? Hat sie hier ihr Geld nicht zurückbekommen, als sie jetzt zum Beispiel... Sie hat ihr Geld zurückbekommen, sie hat eigentlich keinen Grund, sich aufzuregen. Sie glaubt nur, tschüss Hund, sie glaubt nur, dass es mir hier anscheinend nicht gut geht oder dass ich hier nicht machen kann oder nicht freiwillig sagen kann, dass ich zurück nach Deutschland möchte. Ja. Kann ich. Ich kann immer gehen. Ja. Nur habe ich jetzt gerade eigentlich keine Lust, wenn diese ganzen Sachen da gerade Thema sind. Ja. Also im Grunde, ich meine, um dich jetzt hier rauszukriegen und dann das ganze Projekt El Paraíso Verde zu diffamieren, das ist schon recht, recht heftig, finde ich. Ja. Ne? Es ist mein Zuhause, was sie ja in dem Sinne dann auch versucht zu zerstören. Damit kann man sowas zerstören. Das geht gar nicht. Meine Mama war ja hier am Tor oben und hat dann ein Gespräch verlangt mit mir und so. Und dann haben wir das möglich gemacht. Dann sind wir runtergefahren, haben da uns ein ruhiges Plätzchen gesucht, damit wir miteinander sprechen können und so. Hier in El Paraíso Verde? Genau, hier im El Paraíso Verde. Wo habt ihr gesprochen? Wo war das? Weißt du es noch? Wir waren auf Frons alten Grundstück, weil das ruhigste war, ohne jetzt irgendwie Leute und so. Das haben wir dann dort. Nur wir zwei? Nur wir zwei, meine Mama und ich. Und ich habe ihr wirklich versucht, alles nochmal so darzulegen, wie es ist. So wie in diesem Video jetzt? Ja, ich habe es zumindest versucht, dass wir auch wieder eine bessere Verbindung miteinander haben können oder wieder mehr Kontakt miteinander haben können, wenn sie denn doch aufhört, diese ganzen verrückten Sachen zu machen, wo ich eigentlich nur negative Worte für habe. Weil wenn sie die ganzen Artikel und Filme und Dokumentationen und so nicht gemacht hätte, dann hätte ich ja auch keinen Grund, mich aufzuregen. Also, wie seid ihr dann verblieben an dem Tag? Eigentlich ganz gut. Im Vergleich zum letzten Mal eigentlich ganz gut. Ja, Indira, ich bleib jetzt ruhig? Oder? Also sie hat mir auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass sie es nicht abblasen wird mit der Dokumentation. Ich habe sie gebeten, dass sie das bitte nicht hochladen soll, dass sie da alles in die Wege bitte leiten soll, dass das nicht veröffentlicht wird. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie das irgendwie verstanden hat. Sie sieht sich immer noch in der Position, dass sie das machen muss, damit das irgendwas bringt. Aber ich habe es zumindest versucht, ihr zu verklickern, dass es wirklich nur das ganze Gegenteil bei mir bewirkt. Weil wenn sie wirklich die ganze Zeit solche Sachen macht, mit irgendwie einem Filmteam oder einen Verlag bitten, irgendwie eine Veröffentlichung von etwas zu machen, dann wird das für mich nicht leichter werden. Und wenn sie damit aufhört, dann können wir gerne wieder uns öfters sehen. Kann ich das so sagen, dass es, ich meine, in erster Linie für mich müsste es so sein, dass es erstmal um dich geht jetzt, ja? Dass du diese Worte zum Beispiel sagst, weil es dich betrifft. Aber ich höre auch raus, dass du auch fürs El Paraíso Verde sprichst. Also, natürlich, dass du praktisch zwei Seiten verteidigst. Ist das so? Ich verteidige erstens meine Seite und damit die Wahrheit, wie es wirklich ist. Weil ich kann es nicht auf mir ruhen lassen, wenn da irgendwer was erzählt, was nicht stimmt. Ich muss ja mich rechtfertigen. So. Und zweitens muss ich ja auch mein Zuhause schützen, das El Paraíso Verde. Das ist ja, vor allem wenn es auf falschen Wahrheiten, das ist ja keine Wahrheit, das ist eine falsche... Genau, es ist auf einer Lüge basiert. Dieses Ganze, dass meine Mama da jetzt einen Artikel machen muss, dass ich entführt bin, dass sie das gemacht hat, das ist alles auf einer Lüge basierend. Und natürlich muss ich dann da irgendwie was dagegen sagen und muss da mich dagegen stemmen. Stellung beziehen. Und deswegen mache ich jetzt hier auch das Video mit dir, weil ich kann das nicht einfach so im Raum stehen lassen. Super. Also ich kann nur abschließend sagen, dass wir deiner Mutter wirklich nur alles Gute wünschen können, dass die da irgendwie rauskommt aus ihrer... Ich weiß nicht, was das für eine Welt ist und was für eine Welt sie sich momentan befindet. Ne? Naja, wie auch immer. Also es ist traurig, oder? Ja. Ich würde es mir auch anders wünschen. Und es wäre von meiner Seite auch alles möglich, das hinzukriegen, dass sie herkommen kann und mich besuchen kann. Und ich meine, es würde dem ja auch nichts im Weg stehen, dass ich mal zu Besuch komme. Nur jetzt habe ich gerade wirklich nicht das Gefühl, dass ich das machen kann, wegen diesen Artikeln. Also hat sie sich ja dann selber quasi die Grube gegraben. Ja, ne? Also...
Aber von meiner Seite aus ist kein Problem. Wir können das gerne machen. Aber ja, super. Ja, gut. Wollen wir es dabei belassen? Ich glaube, dann komme ich einfach mal wieder so nach ein paar Wochen auf dich zu. Besuch dich auf deine Arbeit, dann kannst du berichten, dass, wie du dich fühlst, was du machst. Dann kann deine Mutter sich die Bilder auch nochmal ansehen, wenn sie möchte. Genau, und dann sieht sie auch, wie gut es mir geht. Also mehr können wir nicht machen, ne, oder? Nee. Ja, dann erstmal herzlichen Dank für das offene, ehrliche, mutige Interview, was du gerade mit mir führst. Danke dir. Bist du noch aufgeregt? Ein bisschen, ja. Vielleicht merkt man es. Okay. Ja. Dann, du sagst auch nochmal Tschüss. Ja, du sagst auch nochmal Tschüss. Geh nochmal rauf da. Ja. Komm hoch. Geh nochmal rauf da. Sehr gut. Gut gemacht.